Aktion aufgeschobener Kaffee. Als erstes Kaffee in Reutlingen beteiligt sich das Café Nikolai der Bruderhausdiakonie in Kooperation mit der ökumenischen Citykirche jetzt an der Aktion Suspended Coffee. Bei dieser Aktion bezahlt ein Gast 2 Tassen Kaffee. Die eine trinkt er selbst, die andere wird aufgeschoben und aufgehoben für einen anderen Menschen. Kaffee Sospeso oder aufgeschobener Kaffee ist im Prinzip tätige Nächstenliebe, wenn man so will. Also Menschen, denen es nicht wehtut, die geben 2 oder 3 Euro mehr für den Kaffee, den sie hier trinken, für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können. Weil es ist auch bei uns in der Gesellschaft, auch hier in Reutlingen, sind für manche Menschen 2, 3 Euro eine Menge Geld. Für jedes aufgeschobene Getränk wird dann hier an dieser Tafel, die wird später an der Theke hängen, wird eine Kaffeetasse ausgehängt und jemand Bedürftiges, der normalerweise nicht sich einen Kaffee oder ein Getränk in einem Café leisten könnte, hat dann die Möglichkeit, über so eine Tasse ein Freigetränk zu bekommen. Die Idee zu dieser Aktion kam Drekoll beim Recherchieren für eine Radiopredigt. Der Gedanke, dass ein solches Konzept auch für Reutlingen gut wäre, trug sie dann an das integrative Café Nikolai und die Citykirche heran, in der auch sogenannte Tafelangebote regelmäßig stattfinden. Sie erntete spontan Begeisterung. Weil es sehr gut zu dem Konzept Citykirche Café Nikolai passt. Wir haben in der Citykirche oft Menschen zum Gespräch, die müssen hier nichts verzehren, aber es ist für manche dann auch arg, dass sie sich nichts leisten können. Und für die ist natürlich wunderbar, wenn die jetzt einfach zur Theke gehen können, eine Tasse nehmen können und sich einen Kaffee Sospeso bestellen können. Diese Idee passt hervorragend ins Café Nikolai, weil unsere Aufgabe an sich ohnehin schon ist, Menschen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wir machen das hier als Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die dadurch Arbeitsplätze sehr nah am ersten Arbeitsmarkt haben, quasi unter Echtbedingungen in einem Restaurantbetrieb. Die Idee des aufgeschobenen Cafés für einen anderen bedürftigen Menschen ist alt und stammt aus der Ferne, aus Neapel in Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es da Menschen, die hatten einfach kein Geld und konnten sich ihren täglichen Espresso nicht mehr leisten. Und das war für Italiener unvorstellbar. Und deswegen haben andere, die noch ein paar damals Lira übrig hatten, für sie einen Kaffee bezahlt oder einen Kaffee Sospeso bezahlt, den andere dann einfach abrufen konnten. Und im Rahmen der Wirtschaftskrise in den 90er Jahren ist die Idee über die sozialen Netzwerke, über Amerika, dann wieder nach Europa gekommen, in Deutschland, in Berlin, im Ruhrgebiet und jetzt auch in Baden-Württemberg und hier in Reutlingen. Jetzt hoffen die Initiatoren, dass sich möglichst bald und möglichst viele Menschen trauen, im Café Nikolai in der Citykirche vorbeizuschauen, um sich und einem anderen eine Tasse guten Kaffee zu ermöglichen. Erfahrungswerte von anderswo zeigen aber, das wird etwas dauern.